Guten Tag, Leute. Leo hier. Wir haben den mittlerweile 10. Part des Dead Rising Let's Plays angefangen. Das ist doch mal ein Grund zum Feiern, ein kleiner zumindest. Meine vorherigen Let's Plays, die kamen ja nicht über die 10 raus, leider. Aber ja, jetzt habe ich ja jetzt Part 10. Sieht alles wunderbar aus. Und dementsprechend freue ich mich selbstverständlich wieder, euch hier begrüßen zu können. Ich habe es letztes Mal gesagt, wir werden endlich mal ein bisschen in der Story weiterkommen. Gaben jedoch eben noch ein paar Zombies auf, beziehungsweise werden von ein paar gefressen. Tschüssikin. Und ja, wir mussten ja hier gleich um die Ecke. Also zumindest war das hier irgendwo. Ich merke gerade so, wenn ich spreche, das fühlt sich so komisch an. Ich glaube, ich werde ein bisschen krank. Aber ich glaube, die Part sollte das noch halten. So, geht mal bitte aus dem Weg. Ah, die Pitchfork ist natürlich ein bisschen schwach. Die tötet nicht mit One-Hit. Aber die können wir werfen. Bam, steckt fest. Ganz geile Sache. Oh, hier sterben schon Zombies. Hier müssen wir auch rein. Und hier haben wir auch Dynamit. Keine Ahnung, warum das hier liegt. Aber wir werden es mal mitnehmen. Und wenn uns der Zombie nicht auffrisst, da reingehen. Nette Sache, nette Sache. Da das eine Story-Mission ist, weiß ich jetzt nicht, wie viel gleich gelabert wird. Deswegen, jetzt habe ich Zeit, jetzt sage ich es auch eben. Kommentare, ihr habt wieder Kommentare geschrieben. Das finde ich auch geil so. Und dementsprechend würde ich auch mal vorlesen. The Eiermann 95 fragte, schon mal über Twitch nachgedacht? Meine Antwort wäre da, ja, ich habe schon mal über das Livestreaming im Generellen nachgedacht. Erst recht, Shadowplayer zum Beispiel eine Funktion, da kann ich ja direkt zu Twitch streamen. Das wird funktionieren. Die Sache ist nur, ich bin absolut unerfahren und ich habe wirklich noch nie gelivestreamt, also ich weiß nicht, wie das geht und was man da beachten muss und was sonst was. Und ja, das war halt so der Grund, weshalb ich noch nicht gelivestreamt habe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von einem Livestream halten würdet. Also ich kann ja dann mal gucken, wie das überhaupt das Interesse so aussieht. Ja, aber jetzt würde ich erstmal sagen, gehen wir weiter. Sehr schön, wir können eben speichern, das ist ganz geil. Hab nämlich keine Lust, wieder den ganzen Weg hier zu laufen. Chucky, you made it out. After that pathetic performance you gave last night, I thought for sure they'd find you lying dead with a load in your shorts. Show Chucky how the game is really played, boys. Okay, damit wissen wir, dass TK da irgendwas mit zu tun hat. Wir haben ein bisschen Dynamit und das werden wir auch jetzt eben benutzen. Ja, das war jetzt irgendwie mehr oder weniger geplant. Naja, neue Waffen. Wir haben jetzt endlich mal eine Assault Rifle aufgehoben. Damit können wir wirklich auch schießen. Aber, boah, diese Steuerung ist echt hakelig. Leave it! We got enough to do the job. Let's go! Damn it, TK! Ah!
Thanks for the ride. Ah, es gibt aber auch Zufälle. Wir müssen jetzt den Zug verfolgen, hier im Underground. Und wir müssen hinten drauf springen. Ja, Rams, ich weiß. Wir brauchen Rampen, um da hochzukommen. Fahren aber in der Zeit ein paar Zombies um, weil wir es können. Ich sage... Ah, schade. Ich sage, wir müssen erst ein bisschen fahren, bis wir irgendwas da schaffen. Ein bisschen muss das halt gehen. Werfen mich natürlich auch hier mit komischen Objekten ab. Wir müssen selbstverständlich verhindern, dass die uns nicht abhanden kommen. So, das hat aber funktioniert. Ach, scheiße. Ach, komm schon, Leute. Da haben sie mich mitten in der Luft mit so Molotow-Cocktails abgeworfen, wenn ich das richtig gesehen habe. Hat mich einer im Flug getroffen, ist dann auf dem Boden explodiert. So, jetzt schauen wir mal. Wir verlieren übrigens, glaube ich, manchmal Leben, weil die schießen ja auch auf uns. Sehr unangenehm. Na los, wann kommt die nächste Rampe? Ah, was war das denn wieder? Scheiße. Ja. Oh, Schack ist sauber. So, wenn jetzt die Uhrzeit weggehen würde, dann würde ich auch sehen, wo ich hinschieße. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht viel treffen, denn die Steuerung ist grauenhaft. Ich kann es nur mal wiederholen. Also, das Aiming, gehe ich ins Aiming rein, wird die Maus so richtig grauenhaft sensibel. Und es gibt leider keine separate Einstellung, um halt nur das Aiming, also sprich die Kamera, die Maussensitivität beim Zielen einzustellen. Das gibt es nicht. Das ist auch wieder so eine Sache. Es liegt halt daran, das Spiel ist uralt. Das machen wir hier einen auf Call of Duty. Close Quarter. Hau weg den Scheiß. Ah, das ist Aiming. Dankeschön. Wir ziehen uns mal ein bisschen Orange Juice rein. Ihr wisst ja, Orangensaft. Wann auch immer ihr im Leben Orangensaft findet, trinkt ihn. Er restort eure Leben und das ist immer gut. Haben wir irgendwas Schönes hier? Wir haben ja ein bisschen Zeit. Playing Cards, nee. Na, ah, wir können mal. Ah, komm, wir nehmen nur eins mit. What the hell are you up to, TK? Just enjoying the land of opportunity, Chucky. You framed me. That footage was fake. Don't be such a downer, baby. I made you famous. I'm not playing your games, TK. Coming with me, and you're gonna tell the whole world that I didn't do this. Oh, I don't think so. What can I say? The camera loves you, Chucky. He's the one behind this outbreak. The host of that horrible show? Yeah. He was moving equipment using the trains, but I have no idea what it's for. He's up to something. Something big. This isn't over yet. Chuck, that's gonna have to wait. Katie is going to need more Zombrex soon. Okay. Thanks.
Underground Key Access, was? Ja, super. Na, egal. Wir haben den Case für diesen Tag abgeschlossen. Der nächste wird einfach nur Zombreaks geben, geben sein? Macht das Sinn? Der nächste ist halt, ein Zombreaks Giveaway. Also, wir müssen halt Katie wieder Zombreaks geben. Jetzt haben wir aber den Untergrund freigespielt. Was ist der Untergrund? Letztendlich eine Abkürzung. Und ein Waffenlager. Warum Waffenlager? Hier kann man sich zum Beispiel mit einer Sawblade... Irgendwo müsste jetzt hier eigentlich... Ja, ich wollte gerade schon sagen, hier ist noch eine Zementsäge. Wir killen eben den Zombie. Krieg dich mal. Waffloch. So, dankeschön. So, wir kommen ihn hier nehmen. Und was haben wir jetzt hier mit? Eine sehr effektivere Säge. Damit können wir wunderbar einfach Zombies weghauen. Also ganz praktisch. Bevor ich jetzt aber irgendwas mache, wir schauen jetzt erstmal, also erstmal hier, weshalb das eine Abkürzung ist. Man kommt schnell durch Fortune City. Brain over Brawn. A group of young men South Plaza. Wir versuchen das mal. Ich meine, wir haben jetzt ja eh nichts mehr zu tun. Also von der Hauptstory her. Also der Plan war ja wirklich, yo, ich mache ein Stück Hauptstory. Hey. Ja, dann ist das so eine schwere Waffe. Manche Waffen kann man leider nicht mittragen. Wir fahren dann eben einfach mal mit diesem Ding da, dahin. Das ist jetzt nicht so schnell. Ich werde wahrscheinlich auch, wenn wir wieder an der Oberfläche sind, wieder auf das auf den SUV oder halt das Motorrad zurückgreifen, denn das Ding ist zwar nett hier zu fahren, aber naja, ihr seht es ja selber, es ist halt nicht so gerade schnell. Aber muss man eben nachdenken. Boah, das geht mit meinem Hals echt scheiße. Ich weiß nicht, ob man das ein bisschen so hört. Ein paar Mal kommen die Wörter nicht richtig raus, weil es im Hals so krass. Sehr unangenehm, tut mir auch leid. Wisst ihr was, wir fahren hier mal eben runter. Und ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für einen Kommentar. So, hab's eben rausgesucht. Der Samuel Fire, danke übrigens fürs Kommentar. Schön, dass du immer schön dabei bist. Meine Sätze sind mal wieder geil am Start. Macht aber nichts. Ist das Zombreaks? Yo, einfach mal random Zombreaks gefunden. Ja, nice, hab ich nichts gegen, ne? Ja, hab ich nichts gegen. Aber wie gesagt, der Samuel Fire schrieb, was für eine Grafikkarte hast du zurzeit? Und ich habe ihm dann geantwortet, ich habe momentan die GTX 980. Und zwar, wer es ganz genau haben will, also es gibt ja GTX von EVGA, es gibt eine von Asus, glaube ich, und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Modelle davon. Ich auf jeden Fall habe die, das habe ich mir auch dahingeschrieben, ich kann mir das nicht immer so merken. Ich habe die FK GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0. Das ist eine übertaktete, ja, haltet euch fest, 980, die auch ein bisschen mehr Leistung hat dementsprechend. Und ja, die habe ich halt und ich würde auch sagen, um es komplett jetzt zu sagen, ich habe auch noch als Prozessor einen Intel i7-3770K, übertaktet auf 4,5 GHz. Ist ganz nett, der Prozessor. Und habe 16 GB RAM von Corsair. Weiß gar nicht, Corsair oder Corsair Vengeance heißt der auf jeden Fall. Auf 1600 MHz läuft der bei mir. Und gibt es noch was Schönes? Der fällt mir gerade gar nicht ein. Das war doch schon eigentlich so das Wichtigste. Ich möchte aber mal ein paar Zombies umbringen, indem wir das hier... Hallo. Gibst du mal eben her? Ja, super. Die kriegen wir jetzt mit ab, die Explosion, wenn ich das richtig sehe. War das überhaupt eine Explosion? Ja, Sigi. Ja, wunderbar. Naja, auf jeden Fall. Jetzt wisst ihr, was ich für einen PC hier benutze. Ah, hier ist die Tür zu. Können wir nicht rein. Scheiße. Ich habe den Wagen kaputt gemacht. Drauf geschissen. Da hinten ist auch schon direkt das nächste Kart. Haben hier ein paar Feuerwerkskörper. Die nehmen wir jetzt einfach mal random mit. Ich meine, wir haben es ja. Ich glaube aber nicht, dass wir Brains over Brawn schaffen. Ich könnte jetzt natürlich wieder mit meinem Trainer im Hintergrund. Auch jetzt habe ich wieder einen Trainer aktiv, damit das alles... Scheiße. Damit das alles nicht so schnell geht, aber... ich finde, man darf diesem Spiel nicht diese komplette Begrenzung, diese Zeitbegrenzung komplett wegnehmen. Das darf man nicht. Das gehört wirklich ins Spiel.
Der scheint näher zu sein. Wir machen mal Code Blue und schauen mal, was da am Start ist. Na, haben auch eine neue Message, aber wir fahren jetzt erstmal hier hin. Oh, das ist kaputt, würde ich stark behaupten. Taste like chicken. Das ist lustig, die Mission. Die kenne ich. Die werden wir auch machen. Vorher werden wir aber hier einen Drillmotor aufheben. Oh, hier ist ein Shotgun. Da kann man etwas ganz Nettes draus machen. Wenn man die passenden Utensilien hat. Ja, lass mich eben nachdenken. Plates. Da ist übrigens auch ein Motorrad, deswegen werde ich auch demnächst aufs Motorrad zurückgreifen. Nein! Drillmotor. Lass mich nachdenken. Irgendwas wird es mit der Shotgun zu tun haben, aber ich meine nicht, dass es eine Kombination mit Drillmotor, also Bohrmotor und Drill und hat der Shotgun gibt. Das meine ich nicht, aber wir können es ja mal ausprobieren. Nicht. Egal, ich weiß aber dafür, was wir machen können. Wir nehmen eben diese Zementsäge. Packen die hier drauf. Jetzt haben wir auch noch einen Teller. Und können das kombinieren. Und haben damit einen Tellerwerfer. Das ist cool. Wir werden den jetzt auch gleich eben benutzen, wenn wir hier mal ein paar Zombies sehen. Guten Morgen. Ah, zombiefreie Area. Drauf geschissen, wir nehmen eben den Restroom. Ich meine, warum nicht? Ach, Leute. Ich werde wahrscheinlich die Parts nicht so viel reden. Das ist echt scheiße mit meinem Hals. Tut mir auch echt leid. Aber ich weiß nicht, das... Ich kennt ihr das Gefühl? Das ist so ein Gefühl... Also es ist jetzt nicht so, dass meine Stimme weg ist, aber ich spüre eindeutig, dass es so ein minimales Kratzen im Hals ist. So als würde man krank werden. Also, versteht ihr, was ich meine? Na, da muss ich aber auch fair sein. Ich war schon lange nicht mehr krank. So, und ich würde sagen, erstmal hier... Ich hasse dich, Chuck. Hab vergessen, dass auch diese Waffe ist leider eine schwere Waffe. Sprich, rollen. Ach, fickt euch doch mal. Ach, ich hasse es, ey. Ich hasse das an schweren Waffen. Kann man nicht rollen. So, jetzt aber. Hiermit können wir Teller verschießen. Ist eigentlich ganz cool. Können natürlich auch schön die Köpfe rollen lassen. Und auch die Zombies auf Distanz halten. Ja, nice. Sehr schön. Hau weg. Wir haben ja noch ordentlich Schuss für. Wir haben jetzt noch 27 davon. Mal guck, da sind ein paar Shoplifter. Wir besuchen die mal. Sagen wir besuchen. Besuchen ist das richtige Wort dafür. Und die können wir jetzt natürlich sowas von niedermähen. Also die haben gar keine Chance gegen uns. Und hier waren wir auch schon. Das war irgendeine Mission, die wir hier gemacht haben. Ah, hier können wir uns ein Bowie Knife nehmen. Wir scheißen mal eben drauf. Habe ich eigentlich irgendwann schon mal gesagt, dass dieses Spiel grauenhaft optimiert ist? Ich habe hier gerade 40 FPS. Und ihr habt ja gerade mein PC-Setup gehört. Also dieses Spiel ist echt grottig. Ja, grottig optimiert. Also gibt echt sehr viel Besseres. Aber ich sehe gerade diesen Laden. Wir gehen nochmal eben rein. Denn wir können ja mal eben schauen. Wir ziehen uns einfach mal was Schönes. Oh, ja gut. Sieht, sagen wir einfach mal, interessant aus. Ja, Tuxedo. Ganz ehrlich, ich glaube, wir nehmen einfach mal ein Tuxedo. Das davor war kein Tuxedo, der war nicht ganz so edel wie dieser hier. Sieht zwar immer noch, ah genau, es sieht halt gleich aus. Leute, wir nehmen einfach das hier, das... naja. Ich weiß nicht, also das sieht okay aus. Gibt Schlimmeres, sagen wir es so. Nicht mein Favorit, aber gibt Schlimmeres. Ach, und wir haben Zapfhahn. Geil, wir können eben den Zapfhahn machen. Bam, jetzt haben wir eine Zombie-Dusche. Ist das nicht eine coole Idee? Das fand ich, als ich das erste Mal gesehen habe, eigentlich ziemlich lustig. Ja, cool. Oder wir ziehen uns am besten irgendwas Frisches mal an. Oh. Ah, das ist scheiße mit Brillen. Brillen werden in Cutscenes nämlich auch gezeigt. Macht zwar an sich Sinn, aber ich weiß nicht.
Na, einen Surfanzug möchte ich nicht. Ich möchte schon. I'm a big boy now. Oh fuck. Oh fuck. Leute, das tue ich euch nicht an. Ich würde sagen, gibt's hier echt nichts Schönes? Oh Gott. Gibt's hier nicht einfach so ein lässiges Hawaii-Hemd? Oh Gott. Salve mia puta madre. Na Leute, ich will jetzt den Part hier auch nicht in die Länge ziehen, dass wir laufen jetzt einfach so rum, fertig aus. So. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt wie gesagt Code Blue, ich gehe da jetzt hin. Aber das machen wir alles im nächsten Part. Und dementsprechend würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Wir trainieren jetzt, wir pumpen jetzt noch eine Runde und ich bin raus. Haut rein.